Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit dem 2013er Audi RS4 Avant. Diesen Wagen will ich euch heute präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns natürlich auch das Tuning anschauen. Und ja, den RS4 fahre ich nicht ohne Grund. Morgen kommt die Folge mit dem neuen Audi RS4, welcher später am heutigen Tag im Laufe über die Festival-Playlist reinkommen wird. Deswegen gucken wir uns heute mal den Vorgänger natürlich an, den ich, glaube ich, sogar noch nie in einer LP-Folge ausgefahren bin. In Forza Horizon 4. Das könnte auf jeden Fall heute dann sehr interessant werden, weil ich auch ehrlich sagen muss, wenn ich ein Audi-Kombi ausgefahren bin, dann war es halt der RS6, der große. Aber der RS4 ist ja an sich auch schon ein sehr cooler Wagen, definitiv. Und gerade auch der Avant eben, dadurch, dass ein Kombi ist, nochmal eine besondere Kategorie von Fahrzeug. Da haben wir in Forza ja echt nicht so viele. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie der Wagen heute so dasteht wird insgesamt. Das Interieur, ja, ist ganz nett. Also trifft jetzt meinen Geschmack an sich zu sehr, sehr großen Teilen definitiv schon. Ich habe mit dem Lenkrad irgendwie ein Problem. Ich kann aber nicht mal hundertprozentig genau drauf deuten, warum. Weil es sich ja jetzt auch nicht so krass unterscheidet von den Lenkrädern von anderen Autos, die bisher im Spiel gefahren sind. Ich weiß nicht, vielleicht passen mir irgendwie da die Proportionen nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas am Lenkrad stört mich. Wir starten ihn einfach mal. Ja, und das ist ein Sound, den wir natürlich schon kennen. Wir fahren einfach mal ein paar Meter hier mit dem RS4 Avant. Das, was wir unter der Haube hören, ist natürlich der 4,2 Liter V8 Saugmotor mit 450 PS sowie 430 Newtonmeter Drehmoment, was dann ja die Konfiguration ist, die wir auch aus dem Audi RS5 Coupé kennen, aus dem alten. Und ja, diesmal weiß ich natürlich, es ist kein Biturbo, sondern ein Sauger. Ich habe es ja letztes Mal in der Folge noch gemerkt, realisiert und korrigiert. Wir haben natürlich ein bisschen mehr Gewicht, nämlich knapp unter 1,9 Tonnen wiegt dieser Wagen hier. Das Ganze sorgt dafür, dass er dank des Quattro-Systems trotzdem noch in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 geht. Die Topspeed ist bei 250 km/h abgeriegelt. Gegen Aufpreis konnte man natürlich trotzdem noch das Ganze auf 280 km/h erhöhen, wenn man wollte. Warum der Tacho bis 320 geht, naja, darüber brauchen wir jetzt, denke ich, nicht allzu viel philosophieren. Preislich begann er bei etwa 78.000 Euro und wir haben hier ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Der RS4 ist an sich, wie gesagt, ein Wagen, der für mich in Forza so ein bisschen eine unscheinbare Rolle hat, weil er halt so zwischen dem RS3 und dem RS6 steht, gerade halt auch in der Generation hier. Ich finde ihn ganz cool irgendwo. Nur wie gesagt, auch für mich persönlich war es halt einfach so, wenn ich einen Audi-Kombi gefahren bin, war es halt einer von den anderen beiden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich in RS4 mal in Wheelspin oder so gefahren. Das könnte sein. Oder, ja, keine Ahnung, in CVR. Weiß ich nicht. Boah, der RS4 in CVR wäre lustig, glaube ich. Passiert vielleicht irgendwann. Aber insgesamt, ja, hat er doch einfach so eine unscheinbare Rolle im Spiel. Muss man auf jeden Fall so sagen. Ich bin auch ganz ehrlich, es ist schwierig, finde ich, zu Fahrzeugen wie dem RS4 Avant hier eine Folge zu machen, weil es einfach, naja, jetzt nicht, wie drücke ich es aus? Es gibt jetzt nicht so viele interessante Infos zu dem Wagen. Das ist euch wahrscheinlich schon bei den Folgen zu den anderen Audis aufgefallen. Mit Ausnahme jetzt vielleicht vom TTRS oder so, oder wenn ich eine 8 ausfahre. Hoppala, da gibt es dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Aber gerade jetzt halt bei Fahrzeugen wie dem RS4 oder dem RS5 oder so. Das sind halt Fahrzeuge, die halt jetzt nicht wirklich so eine krasse Story haben. Die halt einfach gute Autos sind. Aber es sind jetzt keine technischen Meisterwerke. Sie haben keine krassen Geschichten, keine Hintergrundinfos, die unfassbar relevant sind. Das ist halt so ein bisschen das Problem an solchen Fahrzeugen. Und gerade im Fall vom RS4 ist das jetzt halt auch echt ein Wagen, zu dem ich persönlich jetzt einfach nicht wirklich eine Bindung habe. Deswegen in der Folge heute wird es wahrscheinlich einfach der Fokus da ein bisschen mehr auf der Performance einfach liegen von dem Wagen. Dass ich da ein bisschen
detaillierter drauf eingehe. Weil, wie gesagt, so subjektiv zu dem Wagen kann ich halt nicht so viel sagen, tatsächlich. Deswegen ist das trifft aber nicht nur auf ihn hier zu, das trifft auch auf einen BMW M5 beispielsweise zu, den 2012, wenn ich den ausfahren würde. Oder das ein oder andere Mercedes-Modell, da wäre es halt genau das Gleiche. Da sind die deutschen Fahrzeuge halt einfach, ja, relativ langweilig. Und ich meine, ihr wisst sowieso, dass ich jetzt jemand bin, der sich einfach mehr für so triviale Fakten interessiert. Für eben Dinge, die vielleicht nicht jeder weiß, die jetzt aber nicht unbedingt technisch sind. Sondern eben Motorsportgeschichte, die Hintergrundstory, wie der Wagen überhaupt entstanden ist. So ein paar lustige Spielereien vielleicht, die der Wagen hat, die ihn besonders machen. Und das haben die Deutschen einfach nicht. Die wollen halt einfach gute Autos bauen, das schaffen sie auch. Definitiv sehr gut, aber so wirklich interessant für so eine Folge sind sie halt leider nicht. Also gerade jetzt halt solche Fahrzeuge hier. Solche Fahrzeuge, ich sage jetzt mal, die jetzt nicht zu sportlich sind. Solche Fahrzeuge, die jetzt nicht zu besonders sind. Das ist da halt häufig der Fall. Wollte ich einfach an der Stelle auch mal angesprochen haben. Weil klar, es wird wahrscheinlich doch vielleicht auf technischer Seite irgendwo eine Kleinigkeit geben, wo mir jemand in die Kommentare schreiben wird, nee, Andi, das ist falsch. Da, guck mal, der hat 68 LEDs in den Scheinwerfern, in den Rückleuchten hinten. Im Gegensatz zu den 64 vom RS5. Ja, sorry, das ist halt für so eine Folge nicht interessant. Für mich persönlich zumindest. Also, ja, ihr versteht, was ich meine, denke ich. Gehe ich einfach mal davon aus. Aber deswegen, wie gesagt, werden wir uns heute ein bisschen mehr auf die Performance fokussieren. Von dem Wagen und aufs Tuning später natürlich, bevor wir da ankommen. Allerdings werden wir den RS4 Avant über die Teststrecke fahren und uns dort genau die gerade angesprochene Performance mal ein bisschen genauer anschauen. Damit steht der RS4 Avant an der Startlinie und fährt hier los, dank des Quattros ohne Wheelspin vom Start weg. Geht dann auch in, ja, knapp unter diesen 4,7 Sekunden von 0 auf 100, was auf jeden Fall eine sehr feine Sache ist, wenn er das auf den relativ realitätsnahen Wert schafft. Und wir, ja, entdecken allerdings relativ früh hier direkt ein großes Problem, was ich mit dem RS4 Avant habe, und das sind die Bremsen. Ich weiß nicht, was Playhawk jetzt mit Audis auf die Bremsen macht, aber das funktioniert im seltensten Fall wirklich gut. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich sehr enttäuscht von der Leistung auf der Bremse. Und auch die Kurbenlage, ehrlicherweise, das Fahrwerk gefällt mir tatsächlich besser als beim RCF letztes Mal, was an sich schon ein bisschen paradox ist, ehrlicherweise. Wenn wir halt auf der einen Seite einen Sportcoupé haben und auf der anderen Seite hier einen Kombi. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen knackiger, ein bisschen härter als das Fahrwerk vom RCF. Insgesamt trotzdem ist er halt in den schnellen Kurven dann doch deutlich, deutlich übersteuernder. Und allgemein auch für eine Kombi auf einem Level von Übersteuern, was meiner Meinung nach einfach echt nicht schön ist. Also da muss ich persönlich sagen, wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Ich meine, ja, wir haben einen relativ hohen Schwerpunkt insgesamt. Das drückt den Wagen halt einfach raus. Wir haben relativ viel Gewicht. Und er soll jetzt auch nicht auf der Rennstrecke performen. Aber am Ende des Tages ist es hier kein A4 oder ein S4. Es ist ein RS4. Und da würde ich doch ein bisschen mehr erwarten auf jeden Fall. Also das gefällt mir hier jetzt gerade tatsächlich nicht so wirklich gut. Er liegt dadurch zwar sehr stabil auf jeden Fall, ja. Was ja auch auf jeden Fall so eine Sache ist, für die Audi einfach bekannt ist, dass ihre Fahrzeuge einfach unfassbar ruhig sind insgesamt. Aber sie sind halt eben auch für ihr Untersteuer bekommt, und der RS4 Avant dieser Generation ist dort auf jeden Fall keine Ausnahme, muss man sagen. Auch hier das Getriebe ist einfach zu lang. Also wir haben hier einen 7-Gang DKG, das kannst du schön sportlich verwenden. Da muss der vierte Gang nicht bis weit über 200 km/h gehen. Das muss da wirklich nicht passieren, gerade mit dem V8 Saugmotor. Der kriegt das hin, oben raus genug Leistung zu generieren, dass du die Gänge auch ein bisschen kürzer haben kannst. Das funktioniert ohne Probleme.
Also verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum man da, also klar für Sprit sparen, aber für die Performance eben für den RS5 glaube ich schon, dass man da das Getriebe ein bisschen kürzer hätte halten können. Er kommt mit 235 km/h über die Ziellinie. Er setzt eine Zeit von 2 Minuten 40,739 und ist damit knapp vor dem Honda Civic Type R aus dem Jahre 2018, knapp dann hinter dem BMW M3 von 2008 und dem Audi RS5 Coupé von 2011. Und ja, also ich persönlich bin, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite das Einigverhältnis für ein Kombi sehr stark. Das auf jeden Fall. Das Einigverhalten gefällt mir da persönlich schon ganz gut. Alles andere ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, das Verhalten in der Kurve sehr untersteuernd. Die Bremsleistung sehr schwach. Das Getriebe viel zu lang, dadurch die Leistungsentfaltung auf der Geraden. Alles andere ist optimal. Da hat der RS4 hier auf jeden Fall zu viele Schwächen, finde ich. Gerade halt eben dafür, dass wir hier zum einen die Keramikbremsanlage haben und zum anderen dafür, dass es hier, wie gesagt, ich habe es ein paar Mal angesprochen, der RS4 ist und nicht der S4. Also da kommt vorher nur daher, würde ich mir doch ein bisschen mehr Sportlichkeit in dem Modell wünschen. Es kann natürlich sein, dass wir hier verschiedene Modi haben im Audi und wir hier einfach nicht in einer Art Sportmodus unterwegs sind, sondern eher im Komfortmodus. Da spricht für mich persönlich dagegen, dass das hier eben einer der wenigen Audis im Spiel ist, der die Keramikbremsanlage hat. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall bin ich nicht zufrieden. Bin ich mit dem RS4 hier wirklich nicht zufrieden. Deswegen gehen wir mal zum Tuning rüber und gucken mal, was wir dort so machen können, ob wir ihn eventuell ein bisschen besser hinbekommen. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Wir haben Motorsource, wir haben den C63 V8, klar. Dann den Huracan V10. Und den Racing 6-Zylinder Turbo. Ja. Ich verstehe nicht, warum wir keinen einzigen Audi-Motor bei den Audi-Fahrzeugen zur Auswahl haben. Das bleibt mir ehrlicherweise unverständlich. Wir können den Turbo aufladen, wir können den Kompressor aufladen oder wir können den Kompressor aufladen. Ich glaube, wir bleiben beim Sauger. Ich denke, damit kommen wir vielleicht auch mal ganz fein zurecht. Wir haben verschiedene Einbauteile, wir können ihn... Okay, ich glaube, das ist der... Boah, warte mal. Ist das hier der A3 und das der S3? Könnte das sein? Müsste eigentlich so sein, oder? Da sieht man jetzt auch mal eine schöne Sache. Wir haben hier quasi die schwarze Optik, während wir hier so ein bisschen die... Oder nicht ein bisschen, während wir hier die Alu-Optik haben. Da gibt es bei Audi zwei verschiedene im Regelfall zur Auswahl. Doch, ich meine, das hier müsste der der A4 sein und das hier der S4. Okay, interessant. Dann haben wir, ja, Abt auf jeden Fall noch, was interessant aussieht, aber für mich ein bisschen schlechter als die Serienvision. Okay, das basiert halt auf ihm hier, ne? Aber, also schön ist das nicht. Schön ist das wirklich nicht. Nee, da bleiben wir zumindest mal an der Front serienmäßig. Gut, wir könnten ihm so eine kleine Lippe hinten geben, die braucht er jetzt aber echt nicht. Also Downforce hinten ist es, glaube ich, nicht. Das, wo es an ihm mangelt. Ja, okay, doch, das ist auf jeden Fall A4 und das ist S4. Sehr sicher. Da gefällt mir jetzt auch, okay, der Diffusor ist böse, aber da gefällt mir jetzt auch hier das auf jeden Fall deutlich besser als Abt. Also keine Ahnung, das ist ja... Das nimmt ja dem Heck jegliche Aggressivität und die Abgasrohre stehen aber 5 Meter raus. Keine Ahnung, das finde ich persönlich nicht schön. Muss ich auf jeden Fall so sagen. Deswegen lassen wir auch die Seitenwälder mal serienmäßig. Also, ich finde es schön, dass er Teile hat, weil gerade auch für Leute, die ihn beispielsweise zum A4 umbauen wollen, was sie selber vielleicht einen haben, ist eine sehr coole Sache, würde ich mir mehr wünschen. Bei anderen Fahrzeugen, sie treffen einfach meinen Geschmack nicht. So würde ich das mal zusammenfassen. Er hat keine Sportreifen, okay. Dann gehen wir mal auf Sportreifen auf jeden Fall. 265er vorne und ich würde auch... Hä? Ich dachte, das sind vielleicht 285er oder so oder 275er. Aber warum haben wir denn... Das ist halt so dumm. Das ist wirklich einfach nur dumm. Also... Warum haben wir einen Sprung von 40 mm in der Reifenbreite? Aber keine der Zwischenstufen.
wo ist der Sinn? Ja, und hinten halt genau das Gleiche. Das heißt, ich kann halt entweder vorne auf 265 gehen und hinten auf 305er und hätte dadurch untersteuern. Ich könnte, gut, andersrum ergibt es keinen Sinn, vorne breiter machen und hinten schmal, das wäre Quatsch. Und ne, wenn ich sie gleich breit halte, dann würde er wahrscheinlich auch nicht so wirklich ganz einen Schuh draus. Ja, ich denke wirklich, das Sinnvollste ist, sie gleich breit zu halten und dann halt vorne und hinten breiter, aber trotzdem vorne 285er, hinten 305er, das wäre ein Traum gewesen. Und wie gesagt, also gerade sowas verstehe ich einfach nicht. Also das ist doch wirklich für Player Games das Leichteste auf der Welt zu sagen, okay, ihr könnt von 265er bis 305er alle Zwischenstufen auch haben. Das ist doch jetzt wirklich nicht so schwer, oder? Also das kann man doch wohl erwarten. Keine Ahnung, ist jetzt nur so meine Meinung zu der Sache. Also genau, wenn ihr im Übrigen wissen wolltet, wieso ich wusste, dass das die Keramikbremsanlage ist, das hat einen relativ simplen Grund. Man muss ein ganz, ganz krasser Audi-Kenner dafür sein, um das herauszufinden. Es steht auf dem Bremssattel. Audi-Keramik. Das ist jetzt nicht so, nicht so schwierig herauszufinden bei dem Modell. Genau, wir nehmen noch die Stabis natürlich mit. Dann Überall-Cap sieht wahrscheinlich auch traumhaft schön aus, jawohl. Einwandfrei. Gewicht, ja, wir könnten halt... Ja, wir gehen mal auf 1,4 ungefähr runter, packen hier ein bisschen mehr Gewicht wieder rauf, auch für die Gewichtsverteilung. Dann passt das soweit einigermaßen, denke ich. Abgasanlage hören wir rein. Die Rennabgasanlage, mein Gott, klingt ein bisschen bescheuert, deswegen bleiben wir beim Sport. Und in der Leistung gehen wir mal auf exakt 500 PS. Das trifft sich doch sehr gut, wie ich persönlich finde. Und dann gucken wir mal, wie er sich so verhält. Ich finde es krass, dass er schon in der S1-Kategorie ist. Mit nur 500 PS. Wild auf jeden Fall, das ist sehr wild. Gucken wir uns mal die Lackierung an, da wird es wahrscheinlich jetzt auch nichts so Besonderes geben. Ja, blau, rot und dann alles, was grau, weiß, schwarz ist. Ja, weiß ich nicht. Haben wir vielleicht ein schönes Design? Was wir drauf machen könnten? Hätte irgendwas. Oh, Project Game to Reality. Hat halt die Abteile dran, aber ich glaube... Das macht bei dem Design nicht so viel aus. Es sieht ja relativ... Ne, jetzt nicht irgendwie mit krassen Linien und allem. Sondern dahin geht noch relativ normal. Ich finde das schlicht genug. Ich finde, das hat was. Ich muss jetzt halt wirklich gucken, ob ich dafür die Abteile draufbauen muss oder nicht. Ich glaube halt, der steht ab auf der Seite drauf. Deswegen wäre es so oder so wahrscheinlich sinnvoll, das zu tun. Aber nee, tatsächlich nicht. Ja, wir können doch auch... Also, come on. Wir können doch auch wirklich mal wieder einfach was Verrückteres im Design fahren, oder? Und nicht immer nur rot, blau, silber, weiß, schwarz, grün, so. Können wir doch auch mal wieder eine Livery drauf machen. Und wenn der gute Stu hier schon was so Schickes gesaubert hat, dann passt das doch, finde ich, einwandfrei. So. Wenn nicht so, wann dann? So, ich bin auf jeden Fall... Ja, wobei, warte mal, es könnte doch sein, dass wir die Abteile brauchen. Nee, das kommt einfach nur von einem der X, okay. Ja, ich verstehe. Nee, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt dann auf den neuen RS4, auch was der für Teil haben wird. Das werden wir uns morgen in der Folge anschauen. Der RS4 wird morgen erscheinen, der VW, die Folge wird dann am Montag rauskommen. Das kann ich schon mal
ganz klar zu sagen. Also das wird wieder gedreht, was für mich zwar tendenziell ein bisschen, ja, stressiger ist. Definitiv. Die Carpass-Folge kann ich halt easy vor dem Stream aufnehmen. Nach dem Stream ist es halt, ne, Spätabend. Ich habe gerade einen Stream hinter mir, ich bin müde, deswegen. Das ist ein bisschen kritischer insgesamt, aber gerade bei solchen Fahrzeugen wie eben dem RS4 oder kürzlich auch der GT3, da mache ich das halt sehr, sehr gerne, weil das einfach, wie ich persönlich finde, sehr coole Fahrzeuge sind. Und ich da dann halt auch einfach wirklich die Motivation noch habe, die ich haben möchte für die Folge. Na, das auf jeden Fall. Klar, wenn ich jetzt morgen merken würde, ja, nö, doch ein bisschen nicht so mental bei der Sache, dann würde ich es halt wahrscheinlich trotzdem drehen. Aber ja, ich denke mal sowieso, ich habe es ja bei Folge 200 schon angesprochen, dass dadurch, dass der Carpass ja jetzt bald wegfällt vom Content her, dass diese Freitagsfolge wahrscheinlich sowieso wegfallen wird demnächst. Weil ich halt einfach, ne, persönlich auch selber einfach ein bisschen mir den Spaß nicht kaputt machen möchte an Horizon, dadurch, dass ich so viel produziere. Das zum einen natürlich. Und zum anderen, weil diese Freitagsfolge für mich eben doch recht stressig ist und ich halt einfach allgemein ein bisschen entspannter rangehen kann, wenn ich halt nur 4 Folgen in der Woche, also ne, nur 4 Folgen in der Woche, muss halt auch erstmal halt auf der Zunge zergehen, das Statement, aber wenn ich halt nur 4 Folgen pro Woche produziere, ist es halt für mich entspannter als bei 5. Es kann gut sein, dass es irgendwann 3 werden oder vielleicht sogar nur 2. Je nachdem, ob wir vielleicht irgendwann auch eine Content-Dürre haben oder so, oder ich halt einfach irgendein anderes Rennspiel habe, wo ich eventuell einfach mehr Bock drauf habe. Wie F1 beispielsweise, F1 22, was ja bald rauskommt, wo ja diese Woche Preview-Videos erschienen sind, wo ich richtig Bock drauf habe auf das Spiel. Oder, ja, keine Ahnung, Need for Speed, Test Drive, Solar Crown, wenn die dann irgendwann erscheinen demnächst. Da habe ich halt Bock drauf. Und da kann es dann halt auch wirklich gut sein, dass dann halt in der Zeit sehr viel weniger Forza erscheint. Aber da habe ich ja, wie gesagt, in der 200. Folge schon gut drüber geredet auf jeden Fall. Wir merken jetzt hier definitiv erstmal, dass die Probleme an sich, die der Wagen halt immer noch bestehen, er ist jetzt nur grundlegend etwas schneller in allen Bereichen. Wir haben immer noch das Untersteuern in den Kurven, wir haben immer noch die schwache Bremsleistung. Und wir haben immer noch das lange Getriebe. Also da hat sich jetzt per se relativ wenig getan. Was mich ein bisschen überrascht tatsächlich. Also ich dachte gerade, das Untersteuern wird deutlich weniger sein. Dadurch, dass die Reifen halt eben nicht nur eine bessere Mischung jetzt sind, sondern ja, sie sind einfach 40 mm breiter vorne und hinten. Wir haben halt einfach deutlich mehr Grip. Und der Wagen ist halt an sich auch deutlich leichter, hat eine etwas bessere Gewichtsverteilung. Deswegen dachte ich schon, dass wir vom Untersteuern her Fortschritte gemacht haben, aber scheinbar nicht. Oder zumindest halt nicht so krass, wie ich das vermutet hätte. Gut, dass ich das Getriebe kürzer stellen muss nochmal manuell, hätte ich mir vielleicht denken können. Also da sind wir von einem 7-Gang-Getriebe auf ein 7-Gang-Getriebe gegangen. Da hat sich auch von der Ganganzahl her wenig getan. Deswegen hätte ich mir schon eigentlich denken können, dass das immer noch sich relativ ähnlich verhält. Aber ja, das Untersteuern ist halt auf jeden Fall das Schwierige hier gerade an der Situation. Da sehe ich auf jeden Fall die größten Probleme. Ganz eindeutig. Trotzdem mal hier reinbremsen beim alten RS4. Weil, warum nicht? Also beim noch älteren RS4. Ist jetzt kein Abhand, aber kann man sich ja trotzdem mal, ne, ganz, ganz freundlich begrüßen. Oder so. Ne, bleib hinten. Komm, weg. Also gerade ist er echt noch
Gerade ist echt noch ein Krampf. Also da muss ich am Feintuning jetzt noch einiges machen. Ich glaube... Ja, wie viel kann ich übers Fahrwerk lösen? Das ist die Frage. Ich glaube wirklich, ich sollte erstmal so die... offensichtlicheren Sachen angehen. Stabis, Differential... Bremsen natürlich, ganz klar, Reifendruck. Ich glaube, die Federn würde ich erstmal, oder allgemein das Fahrwerk würde ich vielleicht sogar erstmal außen vor lassen. Klar, Getriebe, wie gesagt, kürzer. Ja, wie gesagt, Fahrwerk würde ich erstmal vielleicht sogar außen vor lassen. Insgesamt, das... Klar, Sturz gehört auch zum Fahrwerk, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, aber da würde ich jetzt erstmal gucken, wie sich die Dinger hier auswirken. Wenn ich Stabis beispielsweise umstelle, Bremsen... nochmal ein bisschen aggressiver einstellen. Und halt auch gerade das Differential kann halt super viel ausmachen, wenn es richtig eingestellt ist. Da gucken wir mal. Gehen wir mal 75%. Das heißt, was haben wir? 375 PS ungefähr hinten, 125 vorne? Nee. Doch. Ja, doch, okay. Ich hatte gerade irgendwie... Ich hatte richtig gerechnet, habe aber gedacht, ich habe falsch gerechnet. Auch interessant. Und vielleicht werden wir ja auf der Fahrt dorthin zum Rennen schon das ein oder andere Fahrwerkstechnische noch rausfinden. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn der Wagen halt, wie gesagt, so grundlegend nicht funktioniert. Erstmal so ein paar Dinge einzustellen, zu gucken, okay, was behebt sich dadurch? Was für neue Probleme treten dadurch auf? Und dann halt allgemein zu gucken, was man dann noch in das Fahrwerk machen kann. Weil das Fahrwerk ist halt im Endeffekt... Wenn das Fahrwerk nicht passt, dann passt gar nichts. Und wenn ich aber die Stabis beispielsweise einstelle, dann kann sich ja dadurch auch das, mein Gefühl über das Fahrwerk ein bisschen verändern. Genauso wie halt auch beim Reifendruck. Deswegen sollte man da manchmal auch tatsächlich, gerade jetzt hier in so einem Fall... Wenn das einfach nicht so hundertprozentig passt, sollte man nicht zu voreilig sein und einfach mal alles einstellen. Das kann tatsächlich auch in die Hose gehen. Muss man ganz klar so sagen. Also das kann wirklich sehr schnell sehr schief gehen. So, ja gut, Bugatti Divo ist schwerer, aber trotzdem glaube ich insgesamt ein bisschen schneller. Nur so eine These, die ich so in den Raum stellen würde. Dass ein Divo schneller ist als ein RS4. Wobei, wenn der RS4 5000 PS hat, dann ist er auf dem Dragstrip schneller. In den Kurven, ne, wahrscheinlich nicht. Aber so ein RS4 Dragster würde ich irgendwie fühlen. Vielleicht können wir ja in den neuen RS4 einen Bugatti-Motor reinbauen. Ich meine, ist ja beides VAG-Konzern. Ich würde es machen. Also, da wäre ich dabei. Bugatti Chiron Motor im Audi RS4. Das wäre schon geil. Einfach hinten drin, da machst du mit dem Motor draus. Es würde gehen, bin ich mir sehr sicher. Technisch kriegst du das hin. Ob es halt sinnvoll ist und lange funktioniert, das ist die Frage. Den Wagen zerreißt wahrscheinlich einfach nach ein paar Metern, wenn du sonst nichts machst. Aber wenn du es richtig umsetzt, dann kriegst du es hin. 100%. Vorausgesetzt natürlich, du kommst an den Chiron-Motor überhaupt dran, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz wie bei einem LS-Motor, dass du bei Bugatti jetzt auf die Seite gehen würdest und dir den einfach den Motor in Warenkorb legst und dann bestellst. Was du ja bei Chevy mit dem LS-Motor machen kannst oder bei GM allgemein, ich glaube, das funktioniert da nicht so wirklich. Nur so eine Vermutung. Aber das ist genau das, was ich im Prinzip genau den richtigen Riecher gehabt. Dass das Fahrwerk an sich, wenn ich alles andere umstelle, gar nicht so schlecht ist. Na klar, wir haben immer noch ein bisschen untersteuern in den Kurven. Aber das wirst du aus dem, glaube ich, auch nicht 100% rauskriegen. Es ist ein Kombi. Sofern wir daraus nicht irgendwie... eine Limousine machen, dann wird das einfach so sein. Aber overall finde ich ihn jetzt gar nicht so schlecht, tatsächlich.
Ich denke auch, dass gerade das Differential hier jetzt einiges mit reinspielen wird. Gerade halt, wenn ich aufs Gas gehe, dass er dann nicht großartig weiter untersteuert. Das ist halt super wichtig, finde ich. Und das parkt er hier auf jeden Fall sehr gut. Auch das Getriebe, dass das jetzt ein bisschen kürzer ist. Ich meine, der fünfte Gang hört jetzt im Prinzip da auf, wo vorher der vierte aufgehört hat. In der Serienmission. Das passt, also... Das finde ich gut. Das war ein bisschen aggressiv auf der Bremse, deswegen ist da halt auch das Heck gekommen, weil ich habe die Bremse halt sehr viel aufs Heck gelegt. Das ist aber ja per se nur logisch. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Sinn. Wenn ich die Bremse aufs Heck lege, dann soll das Heck beim hohen Eingang auch mitlenken. Klar, in dem Fall war es jetzt ein bisschen viel, aber grundlegend ist das ja der Sinn der Sache. Genau das. So ist es halt. So, zumindest noch auf P4 vorgefahren. Immer in dem vorderen Drittel. Das ist doch auch schön. Ja, vielleicht hätte es ein Podium werden können, aber wie gesagt, mit dem Tuning kann ich an sich schon recht zufrieden sein. Ich würde auch jetzt am Fahrwerk gar nichts ändern. Ich finde, das passt jetzt tatsächlich so. Klar, wenn ich jetzt sehr weit in die Materie reingehen würde, dann wäre das nochmal eine andere Nummer, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, dafür haben wir in so einer LP-Folge einfach nicht die Zeit. Das ist jetzt kein Anti-Motorsport-Fahrzeug, wo ich Monate rein investiert. Das passiert ja nicht. Aber ja, wie gesagt, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sehr gut, definitiv. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Schreib mir gerne deine Meinung zum RS4 Avant dieser Generation unten in die Kommentare rein und denk dran, morgen um 12 Uhr wird die Folge mit dem neuen RS4 Avant erscheinen. Bis zum nächsten Mal. Servus!